Puh, ich glaube, ich bin davon gekommen. Oh nein, Mami Longnecks ist schon da. Vielleicht habe ich es mir aber auch nur vorgestellt. Hallo Dan, wohin gehst du? Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Tut mir leid, ich sage nein. Lauf nicht weg. Ah, Hilfe! Ich werde dich auf jeden Fall fangen. Meg, ich bin in großen Schwierigkeiten. Ich wurde von Mami Longlegs gejagt. Oh. Was? Sprichst du über den Poppy Playtime-Charakter? Ja, schau. Auch jetzt ist es, als würde sie mir folgen. Ich denke, du hast zu viel Computer gespielt. Ah, sie ist hier. Heilige Joysticks. Also wirst du mir sagen, wo Dan ist, oder? Er ist definitiv nicht unter der Decke und Dan rannte aus der Tür. Ich verstehe. Danke. Ich werde nach ihm suchen. Sie ist weg. Du musst dich nicht mehr verstecken. Bist du sicher? Puh. Was ist hier überhaupt los? Ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke, sie kam durch eine Art Computervirus in unsere Welt. Was ist das alles? Das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Nur eine Sekunde. Abonnenten, wenn jemand es nicht weiß, ein Videoband ist eine Sache, bei der die Leute früher Videodateien gespeichert haben. Dann begannen sie stattdessen Festplatten und Flashlaufwerke zu verwenden. Ich hoffe, das macht für euch mehr Sinn. Weißt du, wie man es benutzt? Ja, ich habe sogar einen besonderen Spieler dafür. Cool. Vielleicht finden wir so die Antworten auf unsere Fragen. Wer ist bei einem fremden Mann? Oh, ist es schon eine Aufnahme? Wenn jemand das beobachtet, bedeutet das, dass er in Gefahr ist. Die einzige Möglichkeit, Mama loszuwerden, besteht darin, drei Artefakte zu sammeln. Der erste ist dieser Zug. Ein Lebkuchenhaus. Hey, Meg, das kitzelt. Oh nein. Das ist es, was passieren wird, wenn du es nicht tust. Viel Glück bei deiner Suche und sei vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass es eine Herausforderung sein wird. Ich glaube, ich weiß, wo ich einen Zug bekomme. Dann verschwenden wir keine Minute. Es gibt so viele lustige Spielsachen hier. Okay, wir müssen uns auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Herr, wir brauchen Ihre Hilfe. Hey, Herr Salesman, kannst du uns überhaupt hören? Guten Tag. Wir suchen einen Kinderzug. Haben Sie einen? Oh, Kunden? Es ist schon eine Weile her, dass jemand in unserem Laden war. Also, hast du so ein Spielzeug? Wir brauchen es wirklich. Ein Zug? Ja, wir haben einen. So ein seltsamer Verkäufer. Oh, versteck dich. Wo sind sie? Denn ich werde dich finden. Sie halten sich nicht an die Regeln. Es ist in Ordnung. Ich werde sie bestrafen, wenn ich sie erwische. Das ist ein Fehlschlag. Puh, das war knapp. Hier kommt die Kindereisenbahn. Ich kann nicht alles alleine tragen. Komm schon, gib mir die Hand und halte die Schienen. Schnell. Was auch immer du sagst. Beweg dich nicht. Du stehst unter Arrest. Was? Wie könnt ihr es wagen? Yes. Ja. Befreie mich. Wir haben das Spielzeug. Lauf. Nun, wir haben das Spielzeug. Aber was sollen wir damit machen? Es gibt nirgends Anweisungen? Das glaube ich nicht. Oh, ich weiß, das könnte helfen. Mach es bloß nicht kaputt. Noch eine Kassette. Verstanden. Jetzt wollen wir sehen, was darauf steht. Was würde ich ohne dich tun? Ich habe es mir vorgenommen. Wenn du dir das ansiehst, bedeutet das, dass du jetzt das dritte... ich habe mich geirrt. Zweite Artefakt finden musst. Die Art von Huggy-Waggy-Spielzeug. Und es kann gefunden werden. Was ist los? Wow, was ist das für ein Ort und wie sind wir hierher gekommen? Oh, wie glücklich wir sind, dass wir nicht alleine hier sind. Hey, kannst du uns bitte sagen, wie wir aus dem Tunnel herauskommen? Warum musst du irgendwo hingehen? Da gehst du, ich habe dich. Au, das ist der Nachteil von langen Beinen. Ah, fass uns nicht an. Gut, dass ich einen Helm getragen habe. Sie können nicht für immer weglaufen. Eines Tages werde ich sie fangen. Beeil dich, wir sind fast weg. Ich bin schon müde. Ich sehe sie nicht mehr. Das ist gut. Wir sind vorerst in Sicherheit. Oh, es ist das gleiche Spielzeug, von dem der verrückte Wissenschaftler gesprochen hat. Das ist meins. Gib es zurück, ich brauche es mehr. Du wirst einen anderen finden. Alles im Mülleimer ist mein Eigentum. Sir, du solltest besser diese wunderbare Spitzhacke nehmen. Du wirst einen viel wertvolleren Schatz damit finden. Denk einfach an die Möglichkeiten. Und was ist das alles? Ist es ein echter Schatz? Ich bin reich.
Klingt nach einem Schnäppchen. Wie konnten sie so schnell verschwinden? Wohin sind diese beiden Teenager gelaufen? Da lang. Danke. Tut mir leid, Huggy Wuggy, aber du wirst ein bisschen umgekrempelt. Komm schon, da muss etwas drin sein. Hier kommt die dritte Kassette. Du weißt, was zu tun ist. Mal sehen, was der verrückte Wissenschaftler diesmal zu sagen hat. Ha, verstehe es. Wie ist das für ein Kick? Oh, sie haben doch einen anderen Eintrag gefunden. Sie müssen nur diesen farbigen Codeschlüssel finden. Es ist das letzte Artefakt, das helfen wird, Mama zu zerstören. Es wird in meinem supergeheimen Labor liegen, das sie nie finden werden. Wir sind nur ein kleines Stück entfernt. Oh, danke. Ich werde gerade ein bisschen trocken im Hals. Herzlich willkommen. Hä? Lauf! Ziemlich bald wird das Spiel für dich vorbei sein. Du kannst nicht gewinnen. Ich hätte öfter trainieren sollen. Ich kann nicht mehr. Mein armer Rücken. Ich schlage vor, dass wir eine Pause machen. Wir sollten einen Plan für unsere nächsten Schritte besprechen. Ich kann es kaum erwarten, dass es vorbei ist. Hey, hör auf zu jammern. Hey, mach das nicht noch einmal. Ah, oh nein, mein Schnurrbart. Steck es ein. Du kannst es später anziehen. Wir müssen gehen. Das war's. Es ist vorbei. Was ist los mit dir? Steh auf. Lass mich hier. Du und ich nähern uns unserem Ziel. Hör auf, dich wie ein kleines Kind zu benehmen. Meine Reise ist vorbei. Ich bleibe hier. Ich werde deine Hilfe noch brauchen. Und wohin gehst du in großer Eile? Oh, das ist richtig. Wir werden gejagt. Hier ist die Adresse, die wir brauchen. Pizzeria, Apotheke. Das untere Schild sagt, dass es dort kein geheimes Labor gibt. Natürlich müssen wir den anderen Weg gehen. Nein, du bist so naiv. Wir müssen nach links gehen. Das liegt daran, dass ich keinen Schnurrbart habe. Ich muss ihn wieder aufkleben. Alles klar, los geht's. Großartig. Ich denke, das ist die geheime Tür. Aber wie kommen wir rein? Oh, ich weiß. Ich habe gesehen, wie man Schlösser in Filmen knackt. Es ist komisch. Ich höre nichts. Vielleicht ist es schon offen? Clever. Ha, ha, ha. Es ist genau wie auf der Platte hier. So viele ungewöhnliche Geräte. Wo könnte dieser Schlüssel liegen? Mir fallen keine anderen Hinweise ein. Es heißt, kein geheimer Schlüssel hier. Das ist ein Mist. Wir sind umsonst hierher gekommen. Schau, es ist genau da. Hängt direkt an der Wand. Ah, ich habe es nicht gesehen. Großartig. Das ist das letzte Artefakt, das wir brauchen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Mami Longlegs. Endlich sehen wir uns wieder. Ich hoffe, du gehst nicht in Eile irgendwo hin. Wir müssen uns selbst retten. Fass uns nicht an. Wie ist dieser eiskalte Geschmack? Es hat funktioniert. Gute Arbeit. Kalt. Taut mich jetzt auf. Die Tees waren in letzter Zeit geschmacklos. Ah, da ist nichts in der Tasse. Das ist besser. Oh, ich habe Gäste. Was ist hier los? Wir haben den Schlüssel gefunden, siehst du? Jetzt können wir Mami Longlegs überwältigen. Nein, ich glaube dir nicht. Lass mich das genauer unter die Lupe nehmen. Das ist es wirklich. Was machen wir als nächstes? Ich erzähle dir jetzt alles darüber. Ja, ich habe es verstanden. Lauf schnell. Ich werde sie ablenken. Ich möchte dir etwas zeigen, Mama. Schau, was denkst du? Gefällt es dir? Dieser Look bedeutet eindeutig nichts Gutes. Ich habe mich so sehr bemüht. Ich habe mein Bestes gegeben. Okitoki-Videos sind so gut wie eh und je. Dan, hallo. Hast du auf mich gewartet? Oh, hey, du bist endlich da. Du wirst nicht mehr gegen mich kämpfen? Großartig. Ich habe es satt, Shide and Seek zu spielen. Auf keinen Fall. Ich werde nicht zulassen, dass du meinen Freund verletzt. Hey, woher kommt diese Barriere? Ich komme hier nicht raus. Der Wissenschaftler hatte recht. Es hat funktioniert. Ich muss hier raus. Dan, du solltest es tun. Ich habe ein kleines Problem. Haha, Überraschung. Mac, du bist dran. Fang! Huggy Wuggy? Nein, nein, mach das nicht. Oh ja, geh zurück nach Hause zu deinem Computerspiel. Nein! Wir haben es geschafft. Da gehört sie hin. Bist du jetzt zufrieden? Yay, Mama ist zurück im Spiel und jetzt wird sie uns nicht mehr jagen.
Freunde, liked und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefällt. Schreibe in den Kommentaren, wenn du einen zweiten Teil willst, wo ich sicher sein werde, diese Schurken zu bekommen. Wir sehen uns.